Frau Bartlock-Windhager, jetzt seit, ich habe es angesprochen, seit 2016 gibt es das FAQ Bregenzerwald. Falls, wir gehen jetzt mal davon aus, hypothetisch gefragt, falls jemand noch nie davon gehört hat, wie würden Sie Lieschen Müller auf der Straße erklären, was das FAQ Bregenzerwald ist? FAQ Bregenzerwald ist ein Festival, das wir geplant haben, ein Festival, auf das wir selber gerne gehen möchten. Ein Festival, das ganz viele verschiedene Aspekte beinhaltet, wo man Spaß hat und schöne Dinge erlebt, aber wo es auch inhaltlich ganz viel zu hören und zu erleben und nachzudenken gibt. Das heißt ja FAQ Bregenzerwald, also häufig gestellte Fragen. Und wir haben bemerkt, einige von uns aus dem Team Sun aus Vorarlberg, aus dem Bregenzerwald, leben schon lange auswärts. Und wir haben gemerkt, dass die Fragen, die uns alle beschäftigen, eigentlich überall gleich sind. Im Bregenzerwald genauso wie in Berlin oder in Wien. Und die Fragen stellen wir jedes Jahr und behandeln die in verschiedenen Veranstaltungsformaten. Und dazwischen gibt es gutes Essen und schönes Wetter und Berge und halt alles, was den Bregenzerwald ausmacht. Das schöne Wetter könnte man jetzt gerade mitziehen. Jetzt im vergangenen Jahr hat es ja Auslastung von 94% gegeben. Was für Menschen besuchen das FAQ? Gibt es da Muster oder ist das sehr von den Themen und den Veranstaltungen und der gebotenen Kulinarik abhängig? Wir haben relativ konstant ein Publikum, das sich ungefähr zu einem Drittel aus Bregenzerwäldern und Bregenzerwälderinnen zusammensetzt und ein Drittel ungefähr aus Wien Umgebung und dann noch ein Drittel aus Süddeutschland, aber auch Berlin, aus Zürich, aus Südtirol. Und im ersten Drittel sind natürlich nicht nur Bregenzerwälderinnen, sondern alle Vorarlbergerinnen auch dabei. Warum trifft das FAQ eine so große Sehnsucht bei den Akteuren als auch Besuchern? Warum holt man die so ab? Was machen Sie anders? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr überzeugende Kombination. Also wie gesagt, wir stellen Fragen, die alle bewegen. Also das betrifft berühmte Leute genauso wie die Leute, die ein ganz normales Leben führen. Also die Fragen betreffen alle. Ich glaube, wir haben alle, vor allem auch nach den letzten zwei Jahren, sehr das Bedürfnis nach einer analogen Begegnung. Also wir konsumieren wahnsinnig viel im digitalen Raum. Da ist es leicht, wem was vorzuwerfen oder was anzuhören. Aber diese echte Begegnung, wo wir mit echten Leuten reden und wirklich auch einmal diskutieren, den Rahmen gibt es nicht mehr so oft. Und dann natürlich sich Zeit zu nehmen in einer Umgebung wie dem Bregenzerwald, an neue Orte zu kommen, wo man selber vielleicht nicht hingehen würde, oder auch für die Einheimischen einmal was auszuprobieren, was sie so übers Jahr nicht machen in ihrer eigenen Heimat. Ich glaube, das deckt ganz viele Bedürfnisse ab. Und wenn man das alles in einer Woche kompakt verpackt, serviert bekommt, glaube ich, ist das ein schönes Angebot.